Sat.1 wird sich sehr darum bemühen und ich glaube, die Bundesliga ist ganz gut beraten, es weiter bei Sat.1 zu belassen, weil wenn man sich anguckt, was in den letzten 5 Jahren passiert ist, alleine der Zuschauerzuspruch in den Stadien ist um 10% angestiegen in den letzten 5 Jahren. Ich will nicht sagen, dass das was mit Sat.1 zu tun hat, aber zumindest hat Sat.1 einen guten Beitrag dazu geliefert, dass diese Liga nicht unattraktiver geworden ist. Und also ich glaube schon, dass Sat.1 das ganz okay gemacht hat, dass es immer was zu verbessern gibt, ist klar, und daran müssen wir halt arbeiten. Es gibt genug Leute in Deutschland, die viel von Fußball verstehen und TM3 hat, glaube ich, weiß ich nicht, eine Gelddruckmaschine. Vielleicht operieren die auch mit Falschgeld sogar, man weiß das nicht genau. Die werden ordentlich mit Scheinen um sich werfen, sehr gute Leute verpflichten und dann auch ein sehr passables Produkt abliefern, da bin ich ganz sicher. Der auch hat 400 Millionen auf dem Konto und ob der sich so für Fußball interessiert, weiß ich gar nicht. Doch, tut er, bestimmt. Ich glaube, der träumt Fußball, lebt Fußball, atmet Fußball. Nee, ach Gott, der wird wieder irgendwo, irgendwann was mit Fußball machen, wenn er will. Das wird schwer, weil Franz hat ja, glaube ich, einen Vertrag mit Premiere und hat bestimmt auch einen Vertrag dabei mit dem Teil. Ich habe keine Ahnung, aber um Verträge muss sich der Franz nicht sorgen. Was ich am liebsten moderieren würde, ich bin eigentlich mit dem, was ich gerade mache, ganz zufrieden. Fußball und Football, das sind die beiden Sportarten, die mir jetzt sehr ans Herz gewachsen sind. Ich bin natürlich auch ein alter Basketballer, also wieder mal ein NBA-Final zu übertragen, wäre auch sehr, sehr schön. Ich glaube, San Antonio wird im Finale spielen gegen die Indiana Pacers und dann wird San Antonio gewinnen. Graffiti. Finde ich wunderschön, solange es nicht direkt auf meinem Auto ist. Also Graffiti finde ich großartig. Wir haben seinerzeit ja ganze Studios voll geschmiert, als wir noch diese Basketball-Sendung hatten. Haben auch jungen Leuten dafür sogar Geld gegeben, dass sie unser Studio zugeschmiert haben. Die waren ganz froh und wir haben auch herzhaft gelacht.